an dem Feuer seht ihr, jetzt brennt ja schon hier das Holz und gut rauchfrei, aber man muss ein bisschen Trockenes mit reinmachen und das halt immer zeitig genug das nasse Holz nachlegen, damit das immer heiß bleibt. Und was ich zu diesen Scheren da noch sagen wollte, dass die, jetzt habe ich jetzt, die hatte ich jetzt doch mal probiert, Master, oder was ist, Gartenmeister, auf jeden Fall, die schneidet auch relativ gut. Allerdings, mir ist es halt nichts, wenn das so klappert. Und was ich da auch noch sagen wollte, jetzt zum Beispiel, das war die auch von Lux Tools, die jetzt auch relativ gut schneidet, aber hier seht ihr zum Beispiel schon mal die Blockade, die ist inzwischen jetzt auch schon kaputt, obwohl das bestimmt eine mega selten verwendet wurde. Das sieht dann noch aus wie gerade aus dem Laden. Auf jeden Fall ist eins, auch bei dieser Schere, das Wichtige ist halt immer die Nachhaltigkeit, dass man das austauschen kann. Und ich denke, insgesamt, seht ihr jetzt, waren nun 13 Scheren. Und am Ende wurde immer wieder eine neue gekauft. Warum denn? Weil man mit der alten nicht zufrieden war. Weil hätte man kleine gehabt, die wirklich richtig gut schneidet, dann wäre das ja gar nicht notwendig gewesen, dass man auf einmal 13 Scheren hat. Und wenn man da halt immer wieder eine Billigschere kauft, bleibt man immer in diesen drin. Und hier hatte ich halt mal die Billigschere getestet. Und da war das einfach nur mal ein Experiment. Aber letztendlich kann selbst so eine Schere für 8,90 Euro teurer sein, langfristig, weil die nie austauschbar ist. Jetzt ist nur das austauschbar. Aber hier hinten ist es vernietet. Und das gilt für alle Scheren, die auch dort lagen, da drüben. Ist das hier, das praktisch all diese Scheren, die sind praktisch nur genietet. Das einzige war die. Die ist jetzt aber, da ist, sind ja relativ groß, eigentlich nur einstellbar in der Art. Ich denke mal, die nachhaltigste Schere von allen ist wahrscheinlich diese hier. Romulus. Zeig sie mal in der Kamera. Romulus. Romulus Germany, eventuell. Aber ich kann mir vorstellen, dass die wirklich in dieser Art vielleicht noch wirklich am längsten, dann am langlebigsten ist. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal eins bei den Scheren. Auch diese ist praktisch auch nur genietet, dass man eine Schere nimmt, die wirklich einfach 30, 40, 50 Jahre hält. Damit man praktisch, aber auf jeden Fall ist 25 Jahre Haltbarkeit einer Schere ist eigentlich absolut normal. Und am Ende ist praktisch selbst eine Felco-Schere wirklich am billigsten, weil ich denke auch die, die ich hier gekauft habe, irgendwann wird die wahrscheinlich aufgeben, man kann man dann nicht. Wenn man jetzt jeden Tag verwendet, dann kann man die nicht ersetzen, die Teile. Und bei einer Felco passiert das. Da kann man das immer ersetzen. Und dann ist am Ende die Felco wahrscheinlich sogar noch die preisgünstigste. Viel Spaß!